Hallo zusammen, heute möchten wir euch ein Hundeporträt zeigen. Und zwar, das ist mein verstorbener Hund Lotte. Und die haben wir mit einem Bleistift und einem Kugelschreiber für euch skizziert. Wir haben das Video etwas im Zeitraffer erstellt, damit ihr nicht so lange das ganze Video dauert. Aber es ist in knapp 17, 18 Minuten entstanden. Mit einer leichten Bleistift-Vorskizze, aus der wir dann sozusagen die Kopfform, Entschuldigung, auch die Kopfform skizzieren, die Ohren, die Schlappohren, die liegen, und daraus dann den Rest ausarbeiten. Also mit den Grundlagen, das heißt, indem wir einfach die entsprechenden, die Ohren richtig proportionieren, die Augen, ist es am besten eigentlich zu beginnen, weil da kann man schon alles erkennen, welche Perspektiven richtig sind und dann geht es auch oft in Details. Also auch, also besonders bei Zeichnung von Tieren, also Federn oder zum Beispiel von Fell, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Struktur gut zu erkennen ist, dass ihr relativ die Haarlänge und Federlänge gut wiedergeben könnt. Das ist für viele am Anfang immer sehr, sehr komplex und schwierig, weil das auch nicht einfach sich sehr von der Schattierung unterscheidet. Aber mit etwas Übung kommt man da relativ sehr gut ins Thema rein und kann es auch sehr schnell nachempfinden. Das können wir euch auch gerne auch mal in unseren Kursen zeigen oder ihr besucht einen unserer Kurse online. Das ist auch möglich und da lernt ihr ganz viel solche Tipps und Tricks, wie man Fell darstellt oder auch Tiere generell zeichnet, also Tierstudien, Tierillustrationen, alles, was euch interessiert, können wir euch gerne dann zeigen. Und hier, wenn man sieht, wenn es schnell ausgearbeitet ist, die Struktur des Auges, also auch der, das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen die Augenform richtig gezeichnet. Auch wenn man es sich am Anfang vielleicht nicht vorstellen kann, sind Hundeaugen sehr, sehr unterschiedlich. Da müsst ihr genau drauf schauen. Also wir haben oft in unseren Arbeiten sagen viele, das ist ja Wahnsinn, das ist genau mein Hund. Und das ist genau wie bei einem Menschenporträt. Es ist wichtig, auf die Details zu achten, die das Porträt eigentlich ausmachen. Und dann schafft man auch wirklich auch ein Tier. Theoretisch einen Vogel, auch wenn man es nicht genau glaubt, wenn man genau, was ich 4, 5 Möwen nebeneinander stehen hätte, würde man das genau sehen, dass sie sich absolut unterscheiden. Und das noch zeichnerisch wiederzugeben, das ist eine hohe Kunst, die kann man aber auch lernen. Und wie schon gesagt, dazu schaut am besten auf unseren Seiten euch um und informiert euch gerne über die Kurse. Dann könnt ihr das sicherlich auch nach kurzer Zeit. So, und hier geht es dann zur Nase, da wird auch darauf geachtet, wie diese sich verhält, also wie die dementsprechend die Nasenflügel
die Nasengröße, ob die jetzt behaart ist oder nicht, das macht eigentlich sehr, sehr, sehr viel aus bei einem Tier. Und hier skizzieren wir auch noch mal ein bisschen. Weiter und auch den Glanz natürlich an der Hundenase kennen wir alle, ist zumeist feucht und glänzend natürlich, wenn das Licht auftrifft, und das machen wir hier natürlich auch. Also achtet immer darauf, wo das Licht herkommt, wo ist der Schatten her, und wenn man das ganz genau beobachtet, dann lässt sich sowas auch schnell zeichnen. Wenn man auch sieht, diese kleine helle Stelle unter der Nase, das ist tatsächlich so, dass da dieser Punkt eigentlich leuchtete immer. Und hier auch immer wieder die Licht- und Schattenreflexe. Und wenn man dann so einen eigenen Hund mal zeichnet, also wir können das auch für euch gerne mal machen, dann gibt es so kleine Feinheiten, also wie jetzt hier bei Lotte, wenn sie die Nase hochgezogen hat, meistens ein Nasenflügel, weil die Hunde riechen ja unterschiedlich mit den beiden Nasenflügeln. Beobachtet das hier mal genau. Und dann geht es immer wieder in die Struktur. So, und hier auch unten drunter. Und dann auch zum Ohr übergehend, da ist es auch wichtig, auf die Details zu achten. Auch das Haar dementsprechend, wenn es lang oder kurz ist, so zu behandeln. Und wenn man dann hier nochmal so ein bisschen ins Licht schaut, so, und das macht seinem Auge aus, diese Feinheit, den Glanz. Also wer Lotte gekannt hat, hat er jetzt sofort, schon längst eigentlich, aber jetzt an dem Blick gesehen, dass das der Hund ist. Und auch natürlich auch hier. Das ist keine Frage, es ist natürlich auch Fleißarbeit, alles einzeln einzuzeichnen. Aber so ein Hundeporträt, vor allem natürlich klar, wenn man jetzt mit groben Strichen, ihr kennt auch wahrscheinlich unsere Porträts mit einem Fineliner, kann es auch in wenigen Minuten skizzieren, aber hier ging es darum, wirklich ein Porträt zu machen, ein ziemlich genaues Porträt. Und da dauert es einfach schlicht und ergreifend länger, wenn man langsam alles schraffiert. Und hier auch nochmal Licht und Schatten aufgegriffen.
so die Lefzen, die einfach runterhängen. Das sind alles so, auch an der kann man so viel falsch machen, wenn man auch die kleinen Barthärchen zu lang oder zu kurz zeichnet, dann kann es auch ganz schnell vom authentischen Porträt abweichen. Aber hier sieht man auch so wirklich die letzten Feinheiten, auch wie das Haar oben auf dem Kopf leicht durcheinander wirkt, bisschen länger und kürzer. Und so wirkt es dann am Ende nochmal bei den Schattierungen am Ohr. Also wie man sieht, mit wenigen Licht- und Schattenreflexen bekommt man schon sehr, sehr, sehr viel mal am Kopf. Und dieses wunderschöne Schlappohr, das linke Ohr, wenn es dann so runterhängt, man spürt förmlich so dieses weiche und auch von der Form leicht runde. Dann der Übergang, man kann es zeichnerisch einen kleinen Übergang bis zum Hals schaffen und dann auch zum Schluss mit feinen Lichteffekten nochmal das Ganze versetzen. Das machen wir jetzt hier nochmal, wo das Licht auf der, von der rechten Seite jetzt kommt, am Ohr natürlich auch oben glänzt. Also diese Zeichentechnik, die, wie gesagt, könnt ihr gerne auch bei uns lernen. Wir freuen uns auf euren Kontakt. Schreibt uns, ruft uns an. Wir beraten euch gerne zu den Möglichkeiten. Hier nochmal ein bisschen glänzt. Und das Porträt ist fertig. Das war für dich, Lotte. Danke fürs Zuschauen und hier nochmal ein Hinweis zu unseren Online-Kursen, wenn ihr das Ganze online zeichnen lernen möchtet oder auch bei uns vor Ort. Wir freuen uns. Lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team.